Zu unserem Tagesgespräch begrüße ich Manfred Weber, CSU-Politiker, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Herr Weber, Sie haben in einem Interview vor 7 Tagen gesagt, Athen habe nur noch wenige Tage Zeit, um sich in den Verhandlungen mit den Geldgebern verantwortungsbewusst zu verhalten. 7 Tage ist nichts geschehen. Was die Krise lösen könnte, wann ist eigentlich der letzte Tag? Tja, leider Gottes ist nichts geschehen. Auf technischer Ebene war die griechische Regierung nicht bereit, konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen, wie ein Programm aussehen kann. Und ohne Programm, ohne klare Zusagen von Athen, wie sie ihr eigenes Land modernisieren will und fit kriegen will, ohne so ein Programm wird es kein weiteres Geld geben. Und der letzte Stichtag ist Ende Juni. Am 30. Juni läuft das bestehende Programm aus und dann wird es eng. Pokert Griechenland und hofft auf die Gnade in Gänsefüßchen Europas? Ja, man hat den Eindruck, dass sich Athen, Tsipras und Varoufakis sich der Lage nicht ganz bewusst ist. Es geht um Schicksalsstunden für Griechenland, für das griechische Volk. Und da müsste eigentlich die griechische Regierung verantwortungsbewusst handeln. Zudem muss man wissen, dass die griechische Opposition, der frühere Premier Samaras und andere Parteien, Tsipras Brücken gebaut haben. Sie haben angeboten, eine Regierung der nationalen Einheit zu schaffen und proeuropäisch zu entscheiden, damit Griechenland Teil im Euro bleiben kann. Diese ausgestreckte Hand selbst der griechischen Opposition hat Tsipras bisher nicht aufgegriffen. Wir hoffen und wir kämpfen bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute, weil keiner dieses Risiko eines Grexits eingehen will. Aber die Entscheidung liegt in Athen. Das ist nicht nur eine europäische Krise. Der amerikanische Finanzminister hat sich gegenüber Tsipras gemeldet und ihn gewarnt vor einem Grexit. Denn das würde unklare Situationen in der ganzen Welt schaffen. Es ist gut, wenn Washington mithilft, auch dort ein Bewusstsein zu schaffen, dass es sich um eine größere Frage und nicht nur eine europäische handelt. Allerdings muss man schon festhalten, dass in den letzten 5 Jahren wir in Europa viele Maßnahmen ergriffen haben, die dazu führen, dass wir heute nur noch in Anführungsstrichen eine griechische Krise haben und keine Währungskrise mehr haben. Von den 5 Programmstaaten, die wir in Europa gerettet haben, denen wir Hilfe angeboten haben, die Euro-Staaten insgesamt, sind mittlerweile 4 Staaten, nämlich Irland, Portugal, Spanien und Zypern, raus aus dem Programm, zahlen alle Schulden zurück mit Zins und Zinseszins und sind teilweise sogar unsere Wachstumslokomotiven in Europa, Irland beispielsweise oder in Spanien mit 1 Million neuen Jobs. Das heißt, dort hat der Rettungsansatz funktioniert. Dort waren die Länder bereit, sich zu reformieren, zu verändern, anzupassen auf die neue Zeit und damit Zukunft zu schaffen. Nur Griechenland war bisher dazu nicht in der Lage. Und diesen letzten Fall müssen wir jetzt final klären. Der österreichische Bundeskanzler Faymann trifft heute Tsipras in Athen. Und er signalisiert gegenüber Tsipras Verständnis für die Haltung der griechischen Regierung. Er sagt, da haben auch die Geldgeber Vorschläge gemacht, die ich nicht gut finde. Spricht Europa doch nicht mit einer Stimme? Na, ich hoffe, dass Faymann auf Europakurs klar bleibt. Weil nämlich die Behauptung, dass Griechenland fertige Programme zu akzeptieren hätte, schlicht und einfach falsch ist. Beispielsweise hat Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, in den letzten Tagen konkrete Vorschläge am Tisch gelegt. Zum Beispiel keine Rentenkürzungen in Griechenland und dafür eine Kürzung des Militärbudgets. Griechenland leistet sich nach wie vor das zweithöchste Militärbudget in der Europäischen Union nach Großbritannien. Und das für ein Land, das finanziell am Abgrund steht, ist das indiskutabel. Das heißt, wenn Griechenland, die linke griechische Regierung bereit wäre, ins Militärbudget einzugreifen, dann könnte man soziale Härten vermeiden. Diese Flexibilität gibt es und die hat sogar Juncker vorgeschlagen, die hat Juncker auf den Tisch gelegt. Leider war aber die griechische Regierung auch da nicht bereit, diese Vorschläge aufzugreifen. Es fehlt schlicht derzeit der Partner, der konstruktiv an der Lösung der Aufgabe, dieses Programm zu gestalten, mitarbeitet. Herr Weber, hat man denn Szenarien analysiert, was geschieht, wenn wirklich der Fall eintritt des Grexit? Denn es könnte ja auch uns schaden. Ja.
Wir wollen den Plan B, ganz ehrlich gesagt, nach wie vor nicht vertieft diskutieren. Wir wollen eine Lösung für Griechenland, weil wir Instabilität auf dem Kontinent vermeiden müssen. Wir haben ja angesichts der Krisen um uns herum, mit Flüchtlingen, mit Ukraine, genug Krisen, mit denen Europa umzugehen hat. Deswegen wollen wir weitere vermeiden. Allerdings bedeutet es nicht, dass wir erpressbar sind. Und das muss die Botschaft an Athen sein. Der Wille, ja, aber wir sind nicht erpressbar. Und für die große Frage sozusagen, ob das dann andere Wirkungen hat, möchte ich ausdrücklich nochmal unterstreichen, dass wir durch die Maßnahmen, die sowohl die EZB ergriffen hat, als auch wir als Gesetzgeber in Europa ergriffen haben, auch mit dem Aufbau des europäischen Stabilitätsmechanismus, heute eine starke Firewall haben, eine starke wirklich Schutzwand aufgebaut haben, dass es sich heute um einen isolierten Fall Griechenland handelt und unsere Währung davon nicht mehr substanziell betroffen sein wird. Politische Beobachter sagen, es wird auch am kommenden Donnerstag bei dem Treffen der Finanzminister der Eurogruppe keine Lösung geben. Es wird gemunkelt von einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, vielleicht schon am kommenden Sonntag. Sehen Sie diese Situation auch so? Ja, Gipfel und Treffen machen nur Sinn, wenn Griechenland bereit ist, einen Pakt zu schließen und zu unterschreiben und den auch glaubwürdig in Athen zu vertreten. Und was wir die letzten Tage leider Gottes auch wieder aus Athen hören, klingt alles nach Provokation. Wenn Varoufakis öffentlich sagt, er ist nicht bereit, Schulden zurückzuzahlen, weil kein Überschuss da ist und die Schulden sollen möglichst auf ewig gestreckt werden, dann ist das so nicht verantwortbar. Und wenn ich heute höre, dass Tsipras gegenüber dem IWF Behauptungen aufstellt, wie dass das verbrecherische Methoden sind, dann ist es ein Wording, dann ist es eine Tonalität, die wir dort aus Griechenland erleben, die der kritischen Lage einfach nicht gerecht wird. Und deswegen das A und O ist, dass Griechenland, dass die griechische Regierung sich ihrer Verantwortung bewusst wird und jetzt auf technischer Ebene konkrete Vorschläge am Tisch liegt, wie sie den Haushalt in den Griff kriegen will. Weil wir werden als Europäer, übrigens nicht in allererster Linie die Deutschen, sondern Länder wie die Slowakei, wie die Balten, arme Länder in der Europäischen Union, die werden nicht bereit sein, Griechenland dauerhaft zu alimentieren, dauerhaft zu finanzieren, die dortigen griechischen Renten zu bezahlen, wenn kein Reformwille da ist. Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, herzlichen Dank nach Berlin.